Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier? Willkommen zu meinem Daily Vlog, aka Videotagebuch. Sonne, Mond und Sterne. Das wäre krank für einen Stop bei Hongs Tour, Mann. Aber Hongs Tour ist momentan pausiert. Wer die Vlogs mitverfolgt, ich schalte da gerade erstmal ab. Kein Stress, ich genieße meine Zeit gerade. Und ja, überlege, wie ich das vorantreiben kann. Ist aber nicht so einfach. Heute gibt es Ramen. Ich teste die besten Instant-Ramen, die Chris Rehab auch schon gehypt hat. Davor wollte ich normal Ramen hier essen gehen, um die Geschmäcke zu vergleichen. Takumi, eigentlich nicht der beste Laden, aber so der gehypteste, der bekannteste, so der It-Laden, der in ist. Und ja, das beweist die Schlange. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gar keinen Bock auf die Schlange, Mann. Um uns einen Burger? Nee, fuck, ich brauch Ramen für das Video, Mann. Aha, man sieht direkt, ich bin bei einem Asiaten. Sieht man das? Slurp! Also, es gab überraschend viel Auswahl bezüglich Ramen. Und den Laden haben wir, nicht den Laden, aber selbe Kette, haben wir letztens probiert. Da hat uns Dimi spontan irgendwo hingeführt. Wir waren gar nicht auf Essenssuche, also wir hatten Hunger und die mir meinte, hey, er kennt den Laden, also er kennt den Laden hier, aber das war ja eine andere Filiale. Ich meinte, ja, die sind gar nicht schlecht, haben wir probiert und die waren echt nicht schlecht. Bewertungstechnisch waren die sogar besser als dieses, wo ich gerade war, der gehypte Takumi. 4,6 haben die hier. Mir geht's gut, ich habe die letzte Zeit echt kranke Sachen gegessen, Leute. Und heute ein Sternekoch Instant Ramen exportiert aus Japan. Ansonsten, ja, die Jungs haben Urlaub gemacht, Tati hat viel gearbeitet, Nico away. Nico Way muss auch mal wiederkommen, also der war lange nicht mehr am Start. Ansonsten demnächst ein paar Sachen zum Testen, ein paar Sachen haben wir reinbekommen, ein paar Sachen haben wir gekauft. Vielleicht planen wir einen kleinen Roadtrip demnächst, je nach Wetter und Laune und Lage. Ansonsten ist nicht viel los. Mein Gott, fast auf die Hose getropft. Vorspeise war krank. Preis-Leistung ist auch top. Und jetzt testen wir das mal hier. Der direkte Vergleich, Alter. Ich weiß nicht, wie die Instagram da rankommen soll. Das sind meine Stäbchen, oder? Wobei, so krank sieht das auch nicht so aus. Die Brühe ist nicht so dickflüssig. Müsste cremiger und noch dickflüssiger sein. Ich glaube, das ist nicht so traditionell hier, der Mais. Ich freue mich, um ehrlich zu sein, nicht um. Extracurricular. Kranke Serie, Mann. Das war die zweite K-Drama-Serie. Die erste hat mir so gar nicht getaugt, aber die war so heftig, Mann. 11 von 10 Sternen. Ich habe vorhin versucht, meinen ersten NFT zu kaufen auf crypto.com. Die haben ein 5-jähriges Jubiläum. Da gab es so eine Mystery Box, kostete nur $10. Aber Seite ging gar nicht. Ich zum ersten Mal echt enttäuscht von crypto.com. Seite ging gar nicht, hat geladen, Warteschlange, ich war sogar, also es gab so eine Warteschlange und ich war sogar relativ früh dran und das ging alles ganz fatz eigentlich, sah gut aus und dann bin ich zum Kaufen gegangen und dann hat das nicht geladen, die Kästen nicht, wo man alles ausfüllen musste, waren nicht da, also echt enttäuschend, sonst hätte ich echt meinen ersten NFT gekauft, naja, kann man nichts machen, also Chance verpasst, aber egal, jetzt machen wir Es gibt zwei, ich habe zwei verschiedene gekauft. Ich glaube,
der hier war's. Also beide sind irgendwie von einem Ein-Sterne-Koch. Aber ich glaube, das waren die... Nee. Die waren's, die Crispy Rob hatte. Ja, ich erinnere mich an die Schrift. Seht ihr, wie der runterfallen will. So. Erstmal Wasser kochen für ein Ei. Also ich finde, Ei gehört immer zu Ramen dazu. Und allgemein Nudelsuppe. Also auch wenn ich diese Yam-Yam-Mama-Dinger mache, muss... Mein Gott, ich habe Nickerchen gemacht, meine Frisur ist tot, Mann. Und... Ah ja, okay. Simple, paar Nudeln, paar Soßen. Ich habe schon ein paar Freunde, ein paar Nachrichten bekommen, die wollten schon Geier nach dem... Die so, hey, kann ich eins haben? Bringst du mir eins mit? Die denken so, das sind so 1-Euro-Tüten oder sowas. Umgerechnet hat die, glaube ich, fast 10 Euro ein Ding gekostet, so eine Bowl. Bisschen umrühren und dann kurz zudecken. Okay, Moment der Wahrheit, Leute. Also nicht deswegen. Sieht aber gut aus. Also die Brühe sieht schon mal geschmackvoller aus als beim Shop heute. Die sieht echt gut aus, Mann. So, das ist der Moment der Wahrheit. Das ist noch leicht flüssig ist, nicht zu weich, nicht zu hart. Ein Ticken. Oh ja. So ein Tick. So halbe Minute früher rausholen. Homemade Milk Tea. Das ist übrigens der, von dem ich es gekauft habe online. Der macht es eigentlich relativ schlau. Also das machen mehrere. Die leben in Japan und die bestellen dann oder kaufen was für einen. Also je nach Anfrage und Bedarf. Und dann gehen die halt in Japan rum, kaufen das und dann schicken die das über so eine Art Vermittler für Sachen halt. Das machen viele, die so in Japan studieren gehen oder sowas oder ein Auslandssemester oder so machen, um nebenbei Geld zu verdienen. Die können halt zum Beispiel Deutsch und dann auf deutschen Webseiten oder Gruppen oder so, hey, wenn ihr irgendwas aus Japan braucht, gibt's Bescheid. Ich schicke euch das, verkaufe euch das sozusagen, kauf das für euch sozusagen. Und dafür kriegen die halt eine kleine Gebühr. So. Dreimal könnt ihr raten, was passiert ist. Seht ihr das? Das ist eine Fliege. Die fliegt so. Tschu, tschu, tschu. Und dann fliegt sie einfach genau hier rein. Einfach so. Ich denke mir so, du Missgeburt, was fliegst du einfach so da rein? Richtig Suicide Mission in meine Rahmen rein. Ich habe doch das kaputte Ei reingetan. Also ich habe 2 gemacht. Eins ist direkt beim Reinlegen kaputt gegangen. Hat so einen kleinen Riss bekommen und dann habe ich eins noch so gemacht. Ja, es fehlt halt so ein bisschen gemüsemäßig diese Naruto-Dinger. Aber die Dicke der Brühe taugt mir halt. Das Ei ist krank. Wow! Alter, kein Vergleich zu heute Mittag, Mann. Geschmacksexplosion! Wow! Digga, was ist das für eine Brühe? Die Ramen dafür sind nicht so ramenhaft. Aber guter Biss. Wow. Noch ein paar Sachen extra und das ist krasser. Also es ist auch so krasser als im Restaurant. Also mein Restaurant von heute Mittag. Gute Ramenläden sollten wahrscheinlich alle so sein. Mindestens. Also ich bin zufrieden. 1000-mal besser. Ich meine, es ist halt teuer wegen Versand und so dies, das. Wenn du vor Ort wärst und es kaufen würdest, würde es wahrscheinlich ein paar Euro kosten. Also Instant Ramen waren super lecker. Die Brühe schmeckt echt krass. Also kein Vergleich zu anderen Sachen. Und auch besser als der Shop, wo ich war. Wobei sogar ein paar Kollegen gesagt haben, Slurp, wo ich war. Dimi war sogar zufällig am selben Tag auch dort.
Ist nicht schlecht, aber ich fand den Laden echt schlecht eigentlich. Also zumindest rahmentechnisch, die anderen Speisen sind top. Aber man kann ja noch andere Ramenläden in München probieren. Aber das ist, wie gesagt, ein paar Zutaten, frische Zutaten kann man natürlich beifügen und dann ist es eine kranke Mahlzeit. Aber Import, dies, das, ob sich das so lohnt, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber kann ich safe sagen, das sind die besten Instant-Ramen, die ich jemals hatte. Aber es gibt auch nicht so viel Konkurrenz in dem Bereich hier in Deutschland. Ist eine Erfahrung wert. Ich werde mir die auf jeden Fall die Tage noch gönnen. Also Instagram-Rahmen kann man nie genug haben. Also das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt uns auf Instagram und Twitch. Jeden Freitag sind wir live. Und ansonsten in Bitcoin und DeFi investieren, Cashflow generieren. Serious Business und ciao, Alter.